So, ihr Lieben, heute gibt's mal ja ein Teaser-Video aus dem neuen Kurs Spiritualität, nice geiles Leben, der im Dezember rauskommt. Entschuldigung. Und genau. Und da wollte ich noch hinweisen, dass es in Murnau in der Nähe von München eine Lesung gibt am 29.11. Da gibt's noch so ein paar Restkarten. Ja. Und ja, dann viel Freude mit dem Video. Warum ist das nice, geile Leben so mega wichtig? Hallo, ihr Lieben. In diesem Schritt geht es um die Wichtigkeit des nice, geilen Lebens. Das ist ja so ein Terminus, für den bin ich ja teilweise auch wirklich hart kritisiert worden. Wie kann man, nachdem man in dieser ganzen Scheiße gelandet ist, in toxischen Beziehungen, wie kann man da noch an nice, geiles Leben denken? Da ist man noch am Boden, es geht einem total schlecht, das ist alles total schlimm. Und ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen Licht reinwerfen, weil, also, als dieser Begriff damals entstand, da habe ich, ja, da ging es eigentlich nur darum, ja, irgendwie so einen Ankerpunkt zu schaffen, einen Begriff für, ja, sich irgendwie aus dieser Scheiße wieder rausholen, dass es einem wieder besser geht. Und mir ist aber so nach und nach ist mir klar geworden, dass das eigentlich absolutes zentrales Konzept regelrecht ist meiner Arbeit, und das wollte ich einfach nochmal darstellen, warum ist das so mega wichtig? So, also einmal ist es ja so, dass man eben leicht in toxische Beziehungen gerät, wenn man sich zu abhängig fühlt von Beziehungen allgemein, ne? Also zu co-abhängig oder zu needy oder man könnte auch sagen, zu stark Liebe im Außen sucht, was ja immer so ein bisschen problematisch ist. Und bei diesem nice geilen Leben, da geht es ja darum, okay, ich komme raus aus toxischen Beziehungen und ich weiß, wenn ich jetzt gleich wieder weiter date und ich an mir arbeite, wird es nicht besser. Ich gehe in diesen Entzug, wo ich schon mal lerne, mehr mit mir klarzukommen. Und dann geht es ja darum, überhaupt zu merken, ja, ich kann mir selber wieder Glücksgefühle oder sagen wir mal klitzekleine Spaßgefühle verschaffen. Und ja, da ist halt so diese Idee entstanden von diesem Begriff, wo es einfach darum geht, okay, auch im Zusammenhang mit Modul 2, diesen Ziele-Listen, ich setze mir mal Ziel, okay, ich gehe mal, wozu habe ich überhaupt Lust im Leben, was nicht mit Partner zu tun hat, ich gehe mal zum Badminton einmal, ich probiere das mal aus, ich probiere mal aus Joggen, ich probiere mal aus ins Museum zu gehen. Und am Anfang ist das alles so schal und, oh Gott, ne, ich habe eigentlich gar keine Lust, ich will eigentlich nur, weiß ich nicht, auf dem Sofa liegen oder gar nichts machen oder nochmal über alles nachdenken. Und wenn man es dann mal anfängt zu tun und wirklich so auch erstmal diese Mini-Spaßpunkte kommen, merkt man so ganz langsam nach einer gewissen Zeit, ja, es lagert sich an. Es ist eben ein integraler Teil von dieser ganzen Selbstliebe-Geschichte. Es lagert sich so ganz langsam an, dass ich merke, ja, ah, ich kann auch, okay, das. Vielleicht erstmal denke ich, es macht nie so viel Spaß wie ein Date oder wie eine Beziehung, aber es lagert sich so ganz langsam an, dass man merkt, okay, ich kann wieder so minimal Spaß haben. Und ja, und das ist ein Prozess, wenn man da halt dranbleibt, ja, wo man immer mehr merkt, wow, ich habe ja noch ganz andere Ziele im Leben, und immer mehr auch merkt über den Verlauf von Monaten, ah, ich kann auch in mir selber, es war immer noch im Außen irgendwo, kann ich mir Erlebnisse verschaffen, die mich wirklich erfüllen, ne? Und was diese Unabhängigkeit von Beziehungen eben nochmal ganz erheblich stärkt. Dann gibt es den nächsten Schritt, nice geiles Leben. Man kann jetzt sagen, es gibt dieses nice geile Leben im Äußeren und dann gibt es eben das nice geile Leben im Inneren, was vielleicht auf die Dauer, denke ich, so sogar das noch Wichtigere ist und was durch diese Sachen im Außen vorbereitet wird. Also Selbstliebe ist nicht unbedingt einfach nur so, okay, ich behandle mich gut, das ist natürlich auch Selbstliebe. Selbstliebe ist eben auch in sich tatsächlich Liebesgefühle zu spüren. Man kann sagen, so
sich verliebt fühlen ins Leben. Also das geht tatsächlich, kaum zu glauben. Aber es geht tatsächlich, also dass man wirklich am Ende quasi von diesem Prozess ja so seine Energie in sich erhöht hat, ja, dass man regelrecht, ja, weiß ich nicht, man sieht einen Sonnenaufgang, empfindet Liebesgefühle, man hat irgendwie eine random Begegnung mit irgendeinem Menschen beim Einkaufen, empfindet total Dankbarkeit, Liebesgefühle. Und das ist so ein bisschen das Ziel, dass du auch im Inneren sozusagen das nice geile Leben spürst, wo du merkst, ja, es gelingt mir sozusagen in meinem Inneren Glücksgefühle, Liebesgefühle zu erzeugen, ohne dass ich jetzt speziell in einer Beziehung sein muss. Darf man da natürlich auch haben. aber und man merkt dann auch, dass es eben eine ganz andere Qualität ist als dieser hormongesteuerte toxische Kram, den man vorher hatte. Und ich würde jetzt hier aber gerne nochmal so einen anderen Twist reinbringen, dass ich sage, ja, nice, geiles Leben im Inneren, im Außen, könnte man auch benennen als du erhöhst deine innere Schwingung. Was auch immer das ist, denk nicht zu viel drüber nach. Weil jede Emotion hat eine Schwingung. Und ja, gibt halt Emotionen, die jetzt nicht so eine hohe Schwingung haben, wie vor allen Dingen nicht Schuldgefühle, sich selber runterputzen. Diese Geschichten auch nicht. Wut, Hass, Neid. Gut, auf die ganzen Unterschiede gehen wir jetzt mal nicht so ein. Und es gibt eben hochschwingende Emotionen. Und das ist eben vor allen Dingen Gefühle von ja, nicht begrenzter Liebe und von Freude. Das sind so die hochschwingendsten Geschichten, die es so gibt. Und du bekommst eben über diese Erlebnisse, die nur du haben kannst, wo auch nur du wissen kannst, beschert mir das sowas, ne? Also es ist vielleicht, also für mich ist es vielleicht an so einem kalten Wintermorgen oben auf der Snowboardpiste stehen und die erste Abfahrt machen, aber es ist vielleicht für euch was ganz anderes so, ne? Durch diese Dinge, die du tust, erhöhst du über diese Emotionen diese Schwingung in dir. Und wenn du die Schwingung in dir erhöhst, das bleibt ja auch dann immer mehr, erhöhst du auch die Kapazität eben für weitere positive, schöne Gefühle und kommst da wirklich in so einen ganzen Turn rein. was im Außen ist, vielleicht coole Aktivitäten machen, sind im Innen vor allen Dingen Meditation und Dankbarkeit, so aus meiner Sicht. Also auch das führe ich an vielen Stellen dann noch weiter aus. Aber also Dankbarkeit ist wirklich der billigste Weg, seine Schwingung zu erhöhen. Also diese Wirkung von täglichen Dankbarkeitsübungen, das sagen wir auch alle Klienten, die es wirklich machen, die es nicht machen, frage ich immer, wenn es denen dann schlecht geht, frage ich immer, na, wieder nicht meditiert, keine Dankbarkeitsübung gemacht, keine, nicht am nice geilen Leben gearbeitet, weil das geht dann sofort, kann man so richtig so merken, wie es wieder runtergeht. Das sind wirklich die allereinfachsten Sachen, wirklich immer wieder zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Und das Verrückte ist, wenn du immer wieder in diese Dankbarkeit gehst, diese Dinge, wofür du dankbar bist, die werden mehr und auch deine, weil du, deine Dankbarkeit wird auch mehr, weil du in dem Moment, wo du dich darauf fokussierst, auf Dankbarkeit und was gut ist, wird dein ganzer Fokus auf das Gute in deinem Leben mehr, das Gute in deinem Leben wird auch mehr und du kommst auch in diese geilen Emotionen rein. Also es ist wirklich so ein Win-Win-Win-Win-Win-Situation, die vielleicht schwer nachvollziehbar ist, wenn man gerade mitten im toxischen Sumpf steckt oder da rauskommt. Aber ja, das ist ein kleiner, sozusagen so ein kleiner Wegplan, wie das so gehen kann. So, und was hat das jetzt mit toxischen Beziehungen zu tun? Toxische Beziehungen schwingen also per se sind das Beziehungen, die niedrig schwingen. Also muss jetzt nicht heißen, dass beide total, weiß ich nicht, von der Schwingungsebene niedrig sind, aber gut, einer meistens schon. Aber toxische Beziehungen schwingen halt sehr niedrig und ja, bewirken dann eben diese ganzen negativen Emotionen und insbesondere auch, dass man permanent Energie verliert, insbesondere auch Gefühle von Angst, ne? Bindungsangst, Verlustangst. Auch kann man wiederum sagen, dass Bindungsangst, Verlustangst genau Niederschwingung bedeutet. Also Angst bedeutet eben auch Niederschwingung. Ne? Ich habe Angst vor irgendwas, dann muss ich die Mauern hochfahren.
Oder musst du an jemanden ziehen? Und das ist genau diese Mechanismen, ja, mit denen dann toxische Beziehungen halt entstehen. So, und indem du deine Schwingung nach und nach erhöhst, kommst du immer weiter raus aus diesem toxischen Beziehungskreislauf, der, wie ich auch schon immer wieder sage in letzter Zeit, ein Täter-Opfer-Kreislauf ist. Also du kommst immer mehr raus aus diesem Täter-Opfer-Kreislauf, merkst, dass du gar kein Opfer mehr sein willst, dass du einfach keinen Bock mehr hast, also dass du auch nach einer Beziehung, einer toxischen Beziehung, nicht mehr im Bock Opfer bleiben willst. Was bin ich für eine Arme? Kann mir das so passieren? Ist so schlimm? Das Leben ist so böse? Nein. Du lernst in diesem Prozess eben auch komplette Selbstverantwortung, dass du sagst, hey, das ist mein Leben, ich kreiere mein Leben, ich übernehme die Verantwortung. Und da bist du schon automatisch wieder raus aus diesen ewigen Opfergefühlen. Und, aber auch, also je mehr du deine Schwingung erhöhst, kommst du auch in so ein Ding, dass du auch nicht mehr so in Rache gehen musst, dass du dann, weiß nicht, das Bedürfnis hast, unbedingt jemanden, sich an jemanden zu rächen oder dem auch weh zu tun oder in so einen Fight zu gehen mit vielleicht narzisstischem Menschen nachtreten, all diese Sachen, willst du dann zunehmend weniger machen, ja, weil du eben weißt, auch das hält mich auf dieser toxischen Beziehungsebene, auch die Rache und die ganzen Sachen. Was jetzt nicht heißt, und da wird auch nie irgendein Chip von weggenommen, dass du wirklich auch gegebenenfalls hart deine Grenzen setzt, deine Standards hast und Dereg hast, das bleibt natürlich alles komplett unbenommen dafür, aber gerade dieses Vergeben auf einer meinetwegen noch abstrakten Ebene, ja, führt dazu, dass du weitergehen kannst. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht so um Vergeben, das ist nochmal eine andere Geschichte. Hier geht es darum zu verstehen, dass all dieses Schöne, was du machst im Außen, all diese Sachen wie Meditieren, Dankbarkeitsübungen, diese ganzen Sachen, auch Sport, meinetwegen, was auch immer, Fantasiereisen, die du im Innen machst, führen dazu, dass du immer höher gehst und immer mehr Kontrolle über dein Leben zurückgewinnt und dein Leben noch immer mehr Spaß macht. So, und dann, wenn du ja auf einer hohen Schwingung bist im Innern, ja, rate mal, was für Leute du nach und nach anziehst. Also jetzt kann schon sein, dass je nachdem, was für Reste es so gibt, das vielleicht wirst du nochmal getestet, aber es ist dann alles nicht mehr so ein Drama. Und wenn es eben Drama ist, weißt du, okay, gibt noch was zu tun, gibt noch Reste zu bearbeiten, gibt noch Wunden anzugucken, aber du schwingst dann so nach und nach immer höher und wirst dann auch immer weniger empfänglich oder lässt dich immer weniger anstecken von diesen niederschwingenden Energien, wo auch ehrlich gesagt gar kein Grund so ist, sondern die Erde ist echt ein geiler Platz hier und wir sollten das echt hier genießen. Also, und ich glaube auch, das wird uns, bin ich ja auf jeden Fall, bin ja sehr optimistisch, dass uns das immer mehr gelingen wird, aber man muss halt auch sich selber in den Arsch treten und selber, also das geschieht hier alles freiwillig, ne? Also du musst die Entscheidung treffen, dass du genau dahin willst und dass du nicht in diesem ewigen Opfer-Täter-Sumpf bleiben möchtest. Okay, freue mich auf Kommentare.